Hey, Dell. Erkennst du hier vielleicht irgendjemanden wieder? Ist das vielleicht der friedliche Demonstrant, der mir die Nase gebrochen hat? Du verdienst mehr als eine gebrochene Nase. Zeig mir doch, was ich verdiene. Stopp! Lass die Scheiße! Verdammter Feigling! Feigling? Wow. Ich hab da ein paar Neuigkeiten für dich. Nicht. Rate mal, wer den Feuerbefehl gegeben hat. Direkt in die Menge dieser friedlichen Demonstranten, mein Freund. Was? Ganz genau. Euer Lieutenant Stammbaum hier. Leute, kommt schon, ich... Die haben Brandsätze geworfen, die... Die ganze Lage war unübersichtlich, okay? Ich wollte nicht, dass es passiert. Ach, egal. Tutu, die Kavallerie ist da! Okay, wir reden später darüber. Los jetzt. Wir verlieren den Konvoi. Wir brauchen den Hammer. Ihr braucht was? Er ist feuerbereit, oder? Ich hab noch nicht mal die Koordinaten. Dann nimm mich. Bist du irre? Kann sein. Peil meine Rüstung an und gib Stoff. Nein, das werde ich nicht tun. Musst du aber. Wir haben keine Wahl. Oh, wird jetzt der Halbbastard gerufen. Komm schon, gib dir rum, komm! Kirk, ich bin fast da. Bereit machen. Das kann nicht gut gehen, Kleiner. Kirk, jetzt! Alter Digga! Feuer! Feuer! Dass der überhaupt noch überlebt, ist ein Wunder. Trotzdem geil. Aber trotzdem geil. Schönes Feuerwerk. Ich wusste, dass es klappt. Bert! Bert! Was ist los? Keine Kontrolle. Iris, schalt ihn ab! Schalt ihn ab! Oh, verflucht! Lauf weg! Nein, er geht nicht drauf! Komm, nein! Sei nicht so, komm! Nein, immerhin geht er nicht drauf. Oder noch nicht. Ihr müsst da raus. Ich hol dich da raus.
Alter, nice. Wow, was ist das bitte für ein Viech, Alter? Also das will ich mal erlegen. Alter Schwede, bist du deppert. Aber nach vier Monaten muss ich eigentlich holen, mein Erster. Was ist normaler geworden? Weiß nicht. Irgendwas hat ja mit dir nicht passt. Sollen wir ihn mitnehmen? Ja, klar. Von mir aus. Alles klar. Komm schon. Die Drohne. Was oh, hast du eigentlich gegen Jack? Nur, dass ich mein halbes Leben auf der Flucht war vor Corbett? Gar nichts. Siehst du, es liegt also gar nicht an dir, sondern an ihr. Das ist hübsch. Sind deine Kopfschmerzen wieder zurück? Ja, mir geht's gut. Sie können schon Sachen sehen. Ich will nicht auf dich hören. Wie wär's, wenn er das selbst entscheidet? Hey, sie ist es. Deine Beerdigung. Hier sind Chorwaffen verboten. Rückt sie schon raus. Du weißt, wer mein Vater war, oder? Wer meine Mutter war? Und doch kreuzt du hier in Chorrüstung auf. Schon komisch. Mann, Scheiß kriegt ihr von uns. Hey. Tu, was sie sagen. Wie du meinst. Ihr könnt sie abholen, wenn ihr wieder geht. Lasst sie durch! Er ist hinten bei der Dampffarm. Versucht, keinen Ärger zu machen. Das liegt allein an ihm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Diesmal hat sie wenigstens nichts aufgehängt. Überzeugt bei der Chor zu kämpfen, aber ich habe das Gefühl, diese Nuss wird etwas härter zu knacken sein. Ja, ganz genau so. Geil. Irgendwie hat es ein richtig geiles Feeling gerade. Aber gut, so mitnehmen mal wieder für Upgrades etc. Als jetzt irgendwie so glänzend ausgeschaut. Da haben wir eh schon ein Sammelobjekt, da haben wir eh schon was. Perfekt, es beginnt eh schon langsam, es beginnt hey, eh schon langsam. Die Chor, willkommen. Und jetzt geil. Okay, also... Na los, Boy. Ich ertrag ihren Handwerk. Okay, nur weil ich dir ein bisschen zuschauen wollte, Alter. Geil. Geil. Leicht schlecht. Ja, was? Ich weiß nicht. Bist du Deppert, Alter, das Riesenviech, Alter. Wer frisst die Großen, Alter? Klingt fast so schlimm wie du. Holy moly. Weiß nicht, ob ich da überhaupt da durchgehen darf, aber ich gehe einfach mal. In der Hoffnung, dass da vielleicht ein Sammlerweg dabei ist. Aber kann es jetzt schon möglich sein, dass wir ab Akt 2 sie hauptsächlich spielen? Weil mit ihr geht ja was komplett schief. Irgendwas ist ja bei ihr so. Ah, das schläft sogar schade, weil er pumpt zu ist. Okay, darf ich rein? Ah, schade. Oh, das wäre urgeil. Und ich einige Müder. Einfach so als Gimmick-mäßig plötzlich an alle aufzufeiern. Da kannst du ja ein Jahr dran fressen, Alter, an den Lachs. Bist du narrisch? Bist deppert? Puh, tschüss. Da kannst du wirklich die Dumme deppert fressen. Servus.
Es wäre auch geil, wenn uns vielleicht so ein paar Leute sogar absichtlich anrempeln würden. Was? Dass du wirklich so richtig unerwünscht bist. Dass du auch das Gefühl dazu kriegst. Der war geil. Und sie bleiben trotzdem. Sie hassen die Chor wohl noch mehr als ich damals. Ach du Scheiße. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was meinst du, warum Norsko und Lina nach Norden gingen? Weil sie Feiglinge sind. Okay, das war's. Ich bin fertig. Nicht mehr Stimm übrig ist als das, steht es um diesen Ort schlechter, als ich dachte. Was ist mit deiner Hand? Naja, sie tut weh. Naja, tut weh, wie wäre das auch von nix? Ah, tut ein bisschen weh, ja, tut ein bisschen zwicken, könnte vielleicht in den nächsten Tagen auch fallen. Der Mobilkern ist hinüber. Geil! Ja, den habe ich auch gemeint, dass der vielleicht aber nur eine heftige Version daherkommt. Aber nur in dem Fall halt so ein Hulkbuster, dass man da. So wie man den halt einfach in der Garage gesehen hat von dem Typen. Von unserem Professor da. Ah, da haben wir schon was. Na schau. Immerhin etwas. Ah, wieder Upgrade. Perfekt. Na, und hat sich schon wieder geklont. Hat sich schon wieder geklont, dass ich umgehe. Warte, warte, warte. Aber. Deine Mutter würde sich schämen. Wirklich? Schee. Das ist eine Schade, Alter. Das ist mir sogar vorbeigegangen, haben wir gar nicht gesehen. Ich hab da Wahnsinn. Aber wirklich schön, muss man schon sagen. Eins Gebäude kommst du normalerweise eh nie. Oh, ich glaube, die Gerüchte gehen schon durch. Ah, ihr habt ein Problem mit mir oder was? Was kann denn die Pappen? Chortechnologie zu stehlen ist das eine. Aber einen ganzen Kestrel auszuweiten, das ist mutig. So ein scheiß Fake-Gespräch. Schönes Wetter, oder? Okay, das hat jetzt gerade ein bisschen interessant angehört. Vielleicht hat er gerade Angst gehabt, wie ich dabei war. Also, wie wir da kurz vorbeigeschnackt sind. Chor, der Chief ist durch die Tür durch, unten bei der Dampffarm. Gut zu wissen, dankeschön. Okay, ihr könnt rein. Wow. Das sind gute Reaktoren, bist du neu? Das ist sogar schon die Funken außerhalb. Irgendwie was machen oder muss ich da irgendwie durchgehen oder was muss ich machen? Naja, okay, dauert halt nur ein bisschen. Moment, lasst euch durch. Zur Dampffarm geht's den Hügel runter, ist nicht zu verpassen. Na, wie zum Boot, ist schon geil. Ist schon ein Hit.
und diese Dinger vertragen sich wohl nicht. Wie repariere ich das jetzt? Ich glaube aber, vorbeigehen können wir. Ich glaube schon. Ein Chorscanner. Wetten, dass Sie unsere Übertragungen belauscht haben? Der Fix auch noch. Die Frage ist nur, wer hat uns belauscht? Die Frage ist immer nur, wer hat uns belauscht? Komm. Ah, die kleinen Kiddies gehen uns jetzt auch schon am Arsch, oder was? Uiuiui. Sogar so ein kleines Ecker, wo du so richtig wie Penner lebst. Könnte man auch sagen. Also, naja. Ich glaube, da wird es eher weniger reich geben. Eher definitiv viel Armes. Glaube ich eher sogar. So, wenn. Der Eindruck ist so halt. Beziehungsweise, wenn man nicht so viel Geld hat, kann man sich auch nicht so viel leisten. Ist ja klar, weil man merkt schon einen sehr großen Unterschied zwischen der Stadt am Anfang und dieser Stadt, weil das ist ja quasi auch ein bisschen von Boden etc. Aber quasi so ein kleiner Mischmasch, damit man sich da quasi wirklich ein Häuschen draus macht. Und bei den Reichen, wenn du sie Häuser bis so geht immer schicke Buden, geile Autos, dies, das, jenes. Polizeipräsenz, Militärpräsenz vom Feinsten, das muss man auch dazu sagen. Hey, es ist Chas und noch wer. Wie geht's dir, Junge? Gut siehst du aus. Geil. Der gute alte Chas. Das Gefühl hab ich manchmal. Aber vielleicht verdiene ich es ja allein zu sein, weil ich mit einem verflucht. Alter, wieso raucht's denn da drin so? Schon lange eingesperrt, oder was? Scheiße. Meier. Verfluchte Lena. Haut das Miststück einfach mit unserer wertvollsten Technik ab. Scheiß auf ihre Gründe. Die haben uns ausgenommen. Ich kann die Technik der alten Verfolger nicht... Bewegt sie sogar. Mir fehlt das Werkzeug. Das hat sie auch geklaut. Ein Profi schiebt die Schuld nie auf dein Werkzeug. Meine Werkzeuge sind nicht schuld. Lena ist die Übeltäterin. Alter, da finden wir jetzt schon so viele Geräte, bist du deppert? Da können wir gleich zwei Upgrades machen, wenn wir so weiter tun. Also definitiv irgendwas Heilungsmäßiges. Heilung ist immer super. Ja, Mann! Ja! Geile Scheiße! Geil! Ja, Mann! Das wäre ja urgeil, wenn sie quasi entweder einen Gedanken von irgendjemanden hat oder quasi Visionen hat von diesen Gegnern. Das, was dann halt später passieren wird. Das wäre so ein Hit. Schon, ja. Aber allein ist es nicht sicher. Nicht mehr. Das läuft hier also alles mit Geothermie? Sieht so aus. Ergibt Sinn, aber es ist eine Menge Bohren. Schätze, der Riesenwurm hat den Großteil erledigt. Schön. Nicht schlecht. Für das ist es eigentlich quasi, ich behaupte mal, quasi so eine Art Mini-Bereich sein wird, wo du einfach nur quasi ein Kapitel machst,
Beziehungsweise vielleicht schaust du auch mal in einem anderen Kapitel auch mal wieder vorbei, dies, das, jenes. Das ist schon schön, das sein. Weil meistens sind es gar nicht mehr so detailliert, muss man schon sagen. Sind gar nicht so detailliert gemacht, so wenn es eh was. Ja, das sind sie in der Stadt gewesen, ja, eh nur vielleicht einmal für 10 Minuten, weil die Juxel meistens eh einfach nur mal durchlaufen und das war es eh schon wieder. Aber na, richtig schön Design. Hey, wir suchen nach dem Anführer. Alter Kerl, stinkt nach Bier. Hast du ihn gesehen? Kate. Onkel? Die haben schon so einige Chor bei uns vorbeigeschickt. Dich hätte ich als letztes erwartet. Die dachten wohl, du würdest mir zuhören. Und was denkst du? Du bräuchtest einen neuen Dekorateur. Nicht schlecht. Das soll sie von uns fernhalten. Und wie hat das so geklappt? Tja, nicht so gut. Schön, dich wiederzusehen, Kate. Dich auch, Onkel. Jetzt pack zusammen. Du musst gehen. Ach ja? Hör zu. Wir haben fast jedes Dorf überzeugen können. Ihr seid die Letzten, die sich weigern. Chor, Non-Konst, das macht keinen Unterschied. Es ist Zeit, diese Dinger gemeinsam zu bekämpfen. Nein. Zeit, das Gespräch zu beenden. Tut mir leid, Kinderchen. Ihr findet selbst raus. Onkel! Meine Mutter ist tot, weil sie dachte, wir schaffen es allein. Klar, nur zu. Schick uns weg. Aber wenn du das tust, komme ich zurück, um das, was von dir und den anderen noch übrig ist, zu beerdigen. Und das weißt du ganz genau. Scheiße. Wie oft greifen sie an? In letzter Zeit täglich. Passiert das auch täglich? Nein, tut's nicht. Na los.